Gut, ich glaube, ich mache mal weiter, weil du hast, oder? Na, du hast eh noch ein paar Themen, aber ich mache mal weiter. Machen wir ja. Und zwar, weil wir zuerst beim Einstellen waren, sind wir jetzt beim Rauswerfen. Große Tech-Firmen entlassen ja mittlerweile der Reihe nach Leute. Was witzig ist, es wäre eigentlich auch ein Lesepick wert gewesen. Und zwar The Verge hat irgendwie, ich weiß nicht warum, aber die haben eine interessante Wandlung oder gemacht. Die haben in letzter Zeit sehr viel kritische und da relativ lustige Artikel auf ihrer Plattform. Ja. Also das hat mich überrascht, weil da ist zum Beispiel der Artikel, erklärt kurz, warum jetzt alle großen Tech-Firmen Leute rauswerfen. Das ist halt, weil sich die Zeit ein bisschen geändert hat und Investoren auf was anderes schauen. Und was da lustig ist, das war irgendein Professor von einer Universität, der hat da gesagt, sie kopieren sich einfach gegeneinander. Das heißt, ein Konzern fängt an, Leute rausschmeißen, das heißt, der nächste kopiert es und das geht so durch alle durch. Und im Endeffekt, das Witzige ist, diese Layoffs schaden eigentlich mehr und schaden mehr der Profitabilität, als sie nützen. Was man halt da extrem hat, ist der Brain Drain. Man verliert einfach extrem viel Wissen. Das verschwindet. Ja, vor allem, es kommt nichts Neues nach, weil das heißt, du hast ja nicht nur das Problem, dass der Brain Drain drin ist, dann Leute werden demotiviert, andere seien ängstlich und das kommt ja alles dazu. Genau. Keiner traut sich mehr dann was, weil er ja weiß, ja okay, dann bin ich der Nächste, wenn ich jetzt irgendeinen Scheiß mache. Was ist die Folge? Es gibt noch keine Innovationen, weil es kehrt nämlich extrem großes Vertrauen ins Unternehmen und auch die Möglichkeit, einmal was auszuprobieren und aus dieser Idee, halt aus diesem Gefühl, fallen ja noch an innovative Produkte und so weiter, also innovative Funktionen, alles Mögliche. Ja, das, weißt du, Und da das brauchst du ja nicht einmal jetzt so für so Innovation auslegen. Das fängt ja schon damit an. Geh einmal jeden Tag, weil stell dir vor, du müsstest jeden Tag ins Büro gehen und müsstest Angst haben, dass sie die rausschmeißen. Wie gern gehst du in die na Firma? eh, absolut nicht. Also Also, da denkst du da, ja, okay, also, wenn ich jetzt irgendeinen anderen Strohhalm habe, bin ich weg. eh, genauso macht man es ja. Und die folgen ja dann auch noch, weil dann gehen ja viele von selber und sagen, ja, da will ich eigentlich nicht mehr Ja. arbeiten. Das ist ja eben, das ist das Nächste. Das heißt, du musst nicht einmal mehr aktiv Leute aushauen. Irgendwann liegen die Ja, aber Nerven steht eh so vor allem, blank, dass viele einfach gehen. dann gibt es ja auch diese inoffiziellen Strukturen oder diese Strukturen, die quasi neben der eigentlichen Organisation sein. Ist halt dann auch das, verstehst du, du kannst halt eine komplette Abteilung unter Anführungszeichen ruinieren, indem du zwei Leute rauswirfst und damit eigentlich unter Anführungszeichen so einen kompletten Freundeskreis zerstörst da drin. Und das musst du gar nicht wissen, dass das eigentlich so gut funktioniert hat zwischen denen und jetzt auf einmal fehlen da deine Bezugspunkte. Genau. Also da ist halt, da spielt schon sehr viel mit und ja, also ist halt relativ. Ich habe den Artikel sehr unterhaltsam zum Lesen gefunden. Jetzt nicht für die Leute, was rausgeschmissen worden sein natürlich, aber dass das eigentlich summa summarum eher idiotisch ist, was die Firmen da machen. Vor allem die großen Tech-Konzerne, die eher auf Reserven sitzen, noch und nöcher. Mir stellt sich, wir haben ja das gehabt jetzt zuerst mit den zurück ins Office, Homeoffice wird gestrichen, wo ja alle Ah brav ja. mitmachen. Das ist ja auch schon ein Fall, wo sich gut bezahlte und sehr gute Entwickler eh schon einmal überlegen, okay, wenn es so ist, gehe halt woanders hin. Ja, Jetzt richtig. kommen so Massenentlassungen dazu, wo man einfach einmal Abteilung zumacht, 3000 Mitarbeiter rausschmeißt, so wie. Ich glaube, die Alexa-Abteilung bei Amazon, die war gar nicht so klein, die was sie da entlassen haben. Das müsste irgendwas so ein paar 1000, 1500 Mitarbeiter gewesen sein, glaube ich. Ich glaube, da haben wir es eh. Da Ja, unten ist es eine Auflösung. das war Amazon nicht ganz 1, klein. Amazon 2. Ach so, das sind nur die. Ja, so, da seht noch, what they said about the layoffs. Ja, keine Ahnung, ist recht. Es ist. Die Frage ist halt, wann wird das zum Boomerang? Werden die jetzt dann,
Also man kann jetzt einmal davon ausgehen, dass die nicht von heute auf morgen extreme Qualitäts- oder Innovationsverluste haben. Das wird sich mit Na, der Zeit natürlich nicht. entsorgen. Es wird aber halt noch so sein, dass die Leute rausgehen, zu anderen Unternehmen gehen, da ihr Know-how und so weiter mitbringen, vielleicht selber was Eigenes gründen und damit wieder gefährlich werden können. Den großen Ja, Tech-Unternehmen. ich meine, es ist Gefährlich, das für. gefährlich in manchen Teilbereichen. Also es gibt ja, wird jetzt kein zweiter Google in 10 Jahren erkennen. Eher nicht, das ist Das ist unwahrscheinlich. Also, unwahrscheinlich, ja. aber es ist halt generell, also ich glaube, es ist einfach in Summe, sie schaden sich wahrscheinlich Ja. mehr. Also es kommt da recht gut raus in den Artikeln, Ja. weil ich glaube, die meisten Firmen müssen nicht unbedingt auf jeden Euro schauen, jeden Dollar schauen. Ja. Aber natürlich tun sie es wegen Investoren. Und ja, das ist halt dieses Grundproblem an der Geschichte. Und vor allem, sie Genau. werden sie dann eh wieder früher oder später irgendwann einstellen müssen, weil wer soll sie in die Arbeit machen? Genau. Weil dann gründen sie eine neue Abteilung, ja, und dann brauchen sie halt da wieder die Leute. Und dann haben, brauchen sie dann brauchen sie wieder neue Leute und die wissen aber teilweise nicht, was in die Systeme vorher gelaufen ist. Die brauchen extrem viel Einarbeitungszeit, weil die vorherigen ja zum Beispiel weg waren und so Ja, weiter und so ja. fort. Es ist schwierig, ja. Ja. Ich bin froh, dass ich unersetzlich bin, also ich mache mir keine Sorgen in Zukunft. Sie unersetzlich bin. Ja, nahezu. Nahezu.